Ich würde gerne noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Wir hatten es vor kurzem gerade angesprochen in der Sendung. Die Innenministerin hat jetzt auch einmal ganz klare Kritik an der letzten Generation und ihrer neuesten Aktion geäußert. Auch gesagt, strafrechtliche Konsequenzen muss es geben. Das Grundgesetzdenkmal wurde beschmiert. Wie sehen Sie diese Aktion? Die Kritik aus der Politik ist diesmal verhältnismäßig doch noch einmal größer. Ich habe für diese Art der Demonstration überhaupt kein Verständnis. Das Grundgesetz, die Verfassung unseres Landes baut darauf auf, dass Menschen bei uns im Land demonstrieren können, friedlich demonstrieren können. Sie können auch kreativ demonstrieren. Wer aber dieses Grundgesetz beschmutzt, sozusagen, ja, bildlich fast mit Füßen tritt, ich glaube, der schadet auch den Anliegen der Klimabewegung. Und darum habe ich für diese Aktion der letzten Generation, das muss ich sehr deutlich sagen, überhaupt kein Verständnis. Wenn wir ganz kurz auf die Anliegen schauen, da geht es darum, den Klimawandel zu stoppen, zu minimieren und natürlich auch an Ihre Partei als Regierungspartei gerichtet. Inwiefern hört man das denn trotzdem und versucht daran weiterzuarbeiten? Denn das ist natürlich etwas, was viele Menschen unterstützen. Absolut. Und der Klimawandel ist real. Die klimatischen Veränderungen sehen wir bei uns im Land an vielen Stellen. Die trockenen Sommer, die Dürreperioden, die länger werden. Und von daher sind wir als Ampel hier dabei, die Maßnahmen auf den Weg zu bringen, uns verabschieden von den fossilen Energien, den massiven Ausbau der erneuerbaren Energien. Dafür demonstrieren viele, viele Bürgerinnen und Bürger und gerade die junge Generation auch friedlich bei uns im Land, wie am vergangenen Freitag in vielen Städten bei uns in der ganzen Republik. Aber nochmal, dieser Protest ist legitim, der ist zulässig, um auf Ihre Anliegen aufmerksam zu machen. Aber das Grundgesetz mit Öl zu beschmieren, das ist für mich ein Schritt, da ist eine rote Linie überschritten. Dafür habe ich kein Verständnis. Dirk Wiese, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.